Du verbreitest gute Stimmung und ich kassiere ab. Genau. Auf jeden Fall. Echt unverschämt, was man hier für bekriegt. Zack, so. So. Hier in dem Häuschen waren wir, glaube ich, vorher schon mal. Ja, weil die Kiste ist leer. Okay. Der Möhre wurde brutal seziert. Der ist göttlich. Der ist wirklich köstlich, dieser Grabstein. Der ist cool, ne? Der ist echt. Vor mir hat auch recht einfach, ne? Ja! Das ist das Traurige, er hat auch recht. So, warte mal. Okay, ach, da runter geht's. Und, boah. Heißt Fledermaus. Au, was hat mir denn da jetzt wieder wehgetan? So ein komischer General-Zombie läuft hier unter Wasser rum. Ich glaube, ich spinne. Ja, das Problem hatte ich ja gerade auch. Ach, das ist der, der so Speere wirft. War das so einer bei dir? Nein. Er hat mich herkömmlich getötet. Auf neutral, auf ganz normalen Weg. Yep. Was ist denn, wenn man diese Pilze fällt? Ist das zählt, glaube ich, als Material oder so? Mo. Aber so berauschend ist es auch nicht. Sag mal, hast du eigentlich gar keine. Oder sehe ich das nur nicht, weil ich noch nicht da war, wo du bist? Was denn? Hast du keine Dings gelegt? Keine Fackeln? Ja. Doch. Eigentlich schon. Das ist ja gut. Ach ja, stimmt. Richtig. Hier sind auch noch unsere Bahnen. Genau, richtig. Ich stehe hier an dem Haus und unten im Wasser ist halt einer, der ist böse. Ich komme angeflogen. Hallo. Hallo. So. So, wo ist er? Der Unhold. Ja, der ist unter Wasser, da hinten da ist er irgendwo. Der. Aber der Typ, der schmeißt halt mit Speeren, das ist das Problem. Und du wolltest jetzt gerade einen anderen Fernkämpfer fragen, ob er für dich die Arbeit macht, richtig? Ja, so zum Beispiel. Aua! Ha, ein Sack. Ha, ha. Yeah, ich bin nützlich. Muss ich ja noch ankommen, weil die Feuerpfeile, glaube ich, die bringen es nicht im Wasser. Nee, das stimmt. Oh! Wie kann er es wagen? Huch! Was war das denn? Ich sag ja, der wirft mich zu Speeren. Der meint das ja, aber doch nicht ernst. So gut. Was war das? Der meint das ziemlich ernst. Alter Finne. Deswegen hatte ich erst überlegt, ob ich mit Schnee einfach hier rüber baue. Weißt also du? Bis jetzt war es ja nur ein Spiel, ne? Aber jetzt wird aber das hier persönlich. Ja, richtig. Ich baue mal mit Schnee einfach so eine Plattform, da kann er uns nicht. Und der Erste, der darunter leiden muss, ist ein unschuldiger Pinguin. Stirb! Ich habe uns einfach mal so eine Plattform hier rüber gebaut. Ja, aber durch die normalen Holzstufen kann er durchwerfen, ja, ne? Ja, genau. Ja, deswegen, ich hab das mit Schnee gebaut. Oh ja, das ist natürlich ein äußerst sicheres Material. Ja, schon. Das hält auf jeden Fall einen Speer ab, sagen wir mal so. Natürlich. Ja, das haben die Jungs im Weltkrieg auch so ähnlich. Ja, was ist das denn? Was war das denn? Was tust du? Ein riesiger Wurm. Wie ein riesiger Wurm? Ein Wurm. Kam aus dem Boden und wollte mich essen. Ach du Scheiße. Aber so wie ich sehe, hat er dich nicht gegessen. Mich doch nicht. Oh, doch, da war er wieder. Möhre, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Oh oh. Das war so ein Wurm, der durch alles durchfliegen konnte. Oh oh. Erinnerst du dich an das Trauma? Ja. Verdammt! Da ist es schon wieder, da ist schon wieder so ein Wurm. Und ein Zombie auch!
Ein Zwurm! Ein Zombie-Wurm. Warum will denn der jetzt hier keiner da? Schnell weg hier. Nein, hier ist noch ein Zombie! Und verdammt, was? Warum laufen denn hier ständig irgendwelche Scheißviecher durch die Gegend? Mann Gott, die sind völlig overpowered, die Teile. Oh oh, ich hab ihn gerade gesehen. Hast du ihn gesehen? Scheiß. Ja, er ist gerade an mir vorbeigeflogen. Ich glaube, ich höre ihn sogar noch. Schleim, verpiss dich. Jetzt ist hier Nacht der langen Messer. Das Mulan ist sowas von angepisst jetzt. Scheiße. Ich hab vor allem auch nur noch 3 Fackeln. Aber ich hab, glaube ich, ein bisschen Schleim, dass ich noch was bauen kann. So, der Vogel muss sterben. So, jetzt haben wir wieder ein paar Fackeln. Ja, der Vogel ist tot. So. Geht's mir gleich ein bisschen besser. Ja, direkt der Puls wieder ein bisschen runter, ne? Oh, wartet ab. So. Da oben sehe ich wieder Tungsten, das ist schon mal gut. Großer Gott, schütze uns vor den Pranken des Tigers, dem Gift der Kobra und der Rache des Jan. Haust du ab, du! Oh, ist da wieder Wasser? Das ist natürlich doof jetzt. Wasser möchte ich nicht. Hab's nicht so mit Wasser. Was los? Skeleton heißt du, ja? Skeleton. Ach du Scheiße. Du brennst. Hier hast ein Taschentuch. Du blutest. Mistviech. Noch einer, der aufmucken will? Noch einer da? Komm noch her. Sackarsch. Sackarsch. Geil. Da, noch so einer. Noch so ein großes Maul. Komm doch. So. Ich baue in der Zeit einfach mal weiter ab hier auch, ne? So. Oh, ich höre diesen Wurm wieder. Ja, den habe ich schon länger nicht mehr da gesehen. Doch, da ist er wieder. Stirb! So. Oh, hier ist. Oh! Jawohl! Du hast die 50. Höhlenfledermaus schon gesehen. Ja, yeah, und ich habe gerade einen Cave-Bat-Banner bekommen. Ich habe bei uns in die Basis. Habe ich ein Höhlencreeper-Banner gehängt. Ein Höhlencreeper-Banner? Ja, wobei das natürlich da überhaupt keinen Sinn macht, eigentlich. Weil der halt gegen Schaden von, also der verringert den Schaden von Höhlencreepern. Also in unserer Bude habe ich schon lange keinen gesehen. Ich auch nicht. Müssen wir natürlich mal gucken, ob man den vielleicht nicht in die Dingens hängt. Oh, wenn man so einfach in die Höhle. Wenn man so ein Pilz isst, ne? Hat man eine Minute Abklingzeit. Ja, das stimmt. Unten ist eine Medusa. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich komme. Denn die Medusa, wenn man die anschaut, ne, wie auch schon in der Mythologie, griechischen Sage, ja genau, in der Mythologie, dann wird man natürlich. Oh, da war eine Falle, die habe ich auch nie gesehen. Jetzt stirb mir nicht weg. Oh, verdammt, da ist eine Medusa. Da wird man nämlich zu Stein und das ist blöd. Ich wurde zu Stein und jetzt geh doch weg. Ich bin im Baumodus. Verdammte Scheiße. Mein Gott. Oh Gott. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Mich irgendwo unten in der Höhle zu verkriechen, kann ich auch. Geh weg da, du Krankenschwester. Schöne. Wieso falle ich so langsam? Weg.
Wieso ist die Höhle auch so tief? Das dauert ja ewig. Ja, und wir sind... Bist du nach unten oder bist du auch gestorben? Bisher bin ich noch nicht gestorben. Ach, toll. Ja, diesmal ist verkehrte Welt, Alter. PvP haben wir nicht an, ne? Nee, PvP. Nur aus reinem Interesse. Natürlich. Wo müssen die Aggressionen ja hin? Ohne Hintergedanken. Einfach nur so rein informativ gefragt. Oh, hier ist so ein Hoplite eingesperrt. Das ist natürlich blöd für den. Das ist gut für mich. So, dann werden wir ein bisschen Erz abbauen hier. Wahrscheinlich bin ich schon an was weiß ich wie viel Erz vorbeigelaufen. Könnte ich mir vorstellen. Ach, oh, hier Mensch. Unten. Das willst du nicht, Skeleton. Oder wie auch immer du heißt. Komm doch her. Glaubst du, ich hab Angst vor dir? Oh, der ist aber stark. Ich wollte gerade sagen, meistens, wenn ich das sage, kriege ich immer richtig drauf. Aber dieser Wurm ist auch nicht mehr da. Hier liegen noch ganz viele Pfeile von mir. Das Leben ist schön. Ja, dann. Ja, dann. Man muss es nur glauben. Ja, richtig. Oh nein. Lange genug macht. Oh, ist der knapp an mir vorbei. Lauf. Lauf. Lauf vor dem Viech weg. Und danach tötest du die Medusa. Ist das ein Plan? War dir auch? Das ist ein Plan. Ist bei dir auch eine Medusa? Nein. Oh, scheiße. Jetzt hat's ihn erwischt. Ich bin wieder auf eine Falle getreten. Und ich wurde von einem Stein erschlagen. Das ist ja fies. Scheiße. Bei der ersten konnte ich noch ausweichen. Da habe ich den früh genug gesehen. Aber bei dem... Ich meine, dafür habe ich ein Steam-Achievement gekriegt. Watch your step. Toll. Scheiße. Wieso? Ich höre? Kann die Türen nicht mehr aufmachen. Kann ich unsere Tür nicht machen? Ah ja. Ich baue sie mal ab und setze sie. Ich werde gleich wieder tot sein. Dann kommen wir wieder. Aber ich habe die Medusa fast erledigt. Ich bin hier runtergefallen und dann. Mann, ist das schwer. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir gleich wieder zu zweit. Dann können wir wieder gleichzeitig sterben. Warum? Warum nur möchte mich das nicht ermutigen? Ach, ein niedliches Häschen. Komm her, niedliches Häschen. Los. So, 26 Lead-Ohr immerhin. Das ist ja schon mal was. So, und was haben wir hier noch? Zinn. Wow, ein. Mann, Mann, Mann. So, Fackeln. Bist du denn? Hier, im Haus. Ach da, jo, stimmt. Hab ich nicht gesehen. Ich brauche mehr Flammenpfeile. Wir können gleich mal gucken, ob wir uns zumindest ein paar Rüstungsgegenstände könnten wir uns, glaube ich, schon machen. Boah, ich habe so viel Scheiße mit dabei, ne? Das ist der Hammer. Wollen wir uns vielleicht wenigstens Holzrüstungen machen oder sowas? Ja, ich glaube, wir können uns sogar ein paar Ausrüstungsgegenstände aus Metall machen. Warte mal, ich versuche mal da irgendwas zu zaubern. Was wollen diese Pinguine hier eigentlich? Raus hier! Suchen Schutz. Schnauze voll, du. Was du? Womit haust du denn? Nee, ich hab nur gedacht, ich kann's direkt aus dem Inventar da hinlegen. Ach so, ich dachte, du hast irgendwie... Was ich da gesammelt. Leuchtstab. Ich hatte doch hier dieses Dings gekriegt. Oh, erstmal da. Oh ja, sehr stilvoll. Wunderbar. Na, da. Da ist es. So, pass mal auf. Ich nehme mal das Tungsten einfach mal mit raus. Und guck mal, wie viele Rohstoffe die jeweils für den Brustpanzer oder sowas brauchen, weißt du? Ja, okay. Also ein Brustpanzer sind 30. Ein Helm sind 20 und Schuhe sind 25. Ja, Heidewitzka. Alter Schwede.
Okay, du hast nicht noch zufällig irgendwelche Tungsten-Erze oder so dabei, ne? Moment. Oder gesammelt? Ich habe 4 Tin Ores. Okay. Weil wir haben 38 Tungsten und für 40 könnten wir uns jeweils einen Helm machen. Naja. Das klingt ja im Prinzip so, als könnte sich keiner von uns einen Helm machen. Ja, doch. Ich meine, wir haben auch, also wir könnten uns auch quasi jeder eine Brustplatte machen, aber halt nicht aus dem gleichen Material. Also wir könnten jetzt quasi einmal eine Tungsten, eine und Lead machen. Ja. Ne? Und dann halt irgendwie noch ein, noch ein Dingens von einem, also ein Helm quasi aus einem anderen Material ein. Oder wir machen das so, wir sammeln erstmal noch weiter, gehen jetzt mal ein paar Bäume fällen. Ja. Und machen uns dann einfach erstmal so eine übergangsweise Holzrüstung, sag ich jetzt einfach mal. Wie viel Holz braucht man für eine Holzrüstung? Warte mal. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gerade nicht genug dabei, dass mir das angezeigt wird, weißt du? Ach so, denn fäll ich erstmal ein paar. Aber wahrscheinlich genauso viel. Also so viel wie jetzt auch für die Metallrüstung. Ja, ich hab noch 72 Holz. Ich denke mal, da kommen wir für beide nicht weit genug mit. Aber nee, dann hau ich auch noch ein paar um. Dann würde ich vorschlagen. Also ich mach mir eine komplette Holzrüstung. Ja, das mach ich mir auch. Dann kann man immer noch, sag ich mal, das gleich quasi einfach umtauschen. Genau. Also, das ist alles gut. Es soll ja auch nicht so einfach werden, ne? Hey, ich glaube, uns beiden ist das schon schwer genug. So. Ich mach einfach mal ein bisschen Holz. Ja, heute eher ein bisschen mehr Farm angesagt. Ja, nun gestorben sind wir jetzt erstmal für den Unterhaltungsfaktor genug. Ich zumindest. Ja, du, ich habe meinen Unterhaltungspart für heute. Genau. So. Den Rest spielt Möwe. Genau. Von der Checkliste schon mal streichen. Gestorben, check. Das bringt Klicks, das bringt Views. Da fließt das Geld. Oh ja, ich kann mich gar nicht retten. Nee. Aber als nächstes mache ich mir mal, glaube ich, irgendwann eine Axt, eine bessere. Ich bin mittlerweile so reich vom YouTube-Money, dass ich mir sogar die Original-Maggi-Ravioli leisten konnte. Nee. Doch. Boah, Katsching. Produktplatzierung. Stimmt. Ja, muss aufpassen. Die arbeiten, also gerade mit so riesen YouTubern arbeiten die gerne. Ja, ja, auch, ja, ja. Also. So. Wobei ich habe letztens irgendwann mal eine Mail gekriegt. Von einem Netzwerk, ne? Ja. Und da stand da drin, ja, also auf Englisch dann halt, naja, wir finden deine Videos total toll, die du machst. Wir wollen dich in unserem Netzwerk haben, ne? Bitte geh mal auf die Webseite, füll den Vertrag aus und dann ist gut, ne? Und dann habe ich mal gegoogelt danach, weil mir das Netzwerk jetzt so auch nichts sagte. Ja. Und da habe ich irgendwie auf irgendeiner so einer Frage-Webseite oder so hat einer halt auch eine Frage gestellt, von wegen kennt einer das Netzwerk, ne, weil wurde angeschrieben, ja. Und so. Genau den gleichen Text, wirklich genau den gleichen. Und dann meinte auch einer so, ja, nee, die wollte ich nur verarschen, so, die ziehen einfach nur Geld dann halt da raus und macht das ja nicht und bla bla bla. Und da dachte ich nur so, oh schade, ich hab fast gedacht, ich... jetzt ich kommt er, gleich kommt der Durchbruch, ja. Gleich da ist er. Genau. Genau, aber da dachte ich mir auch so, ey, krass, dass da wirklich, ne, Leute gibt, die wirklich einfach jeden quasi anschreiben, ne, und dann einfach sagen so, ja, och, und wenn der nur 3 Cent bringt, aber halt 4000 Mal richtig. 3 Cent ist auch wieder was, ne. Ey. So, also meine rechte Seite ist abgeholzt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, weil links ist, also ich pflanze natürlich auch immer wieder fleißig nach, ne? Möchte ich, ne? Ja, richtig.
Nicht, dass du immer mal in meine Folgen guckst und siehst das ja, und dann krieg ich hier eine Abmahnung. Ja, oder richtig. So. Das Problem ist nur, jetzt kommen die ganzen scheiß Mobs hier. Und langsam müsste ich mal, glaube ich, wieder nach Hause. Nein, nicht nach Hause. Ich komme und rette dich.